Hallo, willkommen bei der neuen Folge von We Want Beer. Ich bin heute in Essen hier, da drüben ist die Galerie Stadtmaler und da wartet mein Freund der Christoph auf mich. Der ist als Maler bekannt als NK MIP und ja, da ist er schon, der Christoph. Hallo Christoph, grüß dich. Hey, grüß dich, willkommen. So, wir sind hier genau bei den Stadtmalern, man sieht es da oben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, ne? Oder erzähl doch erstmal was kurz zur Ausstellung. Ausstellung ist Food Pairing. Da ich ja häufige Ausstellungen schon gemacht habe, ich habe mit meiner Frau Sabine, die mich immer sehr stark unterstützt, vieles gemacht. Und Sabine macht ganz tolle Sachen. Und dann haben wir gesagt, die zeigen wir dir mal. Und die Sachen von Sabine ist Wolle. Wolle, aber richtig als Kunst ins Patissier. Und dann habe ich überlegt, was passt? Wir machen was zusammen. Food Pairing. Mit Wein, mit Bier. Genau. Thema, was uns heute Bier ist unser Thema, ne? Hier heute. Jo. Und mit dem Bier ist genau die Sache, dass ich Dinge neu für diese Ausstellung gemacht habe, mich an Bier versucht habe in der Kunst und habe gedacht, so, das bringen wir rein. Und hier ist gleich vorne an was. Was schon im Fenster ganz intensiv genau darauf hinweist. Dann lass uns doch ruhig mal einen Blick ins Fenster hier werfen. Das sind die Sachen, die Sabine gemacht hat, meine Bilder. All das, was Wolle hat, hat Sabine gemacht. All das, was Leinwand ist, ist von mir. Und hier haben wir dann Food Pairing draus gemacht. Mit Currywurst, mit Burger, aber auch gehäkelter Schaum auf der Craft-Bier-Flasche. Ich musste die natürlich vorher austrinken. Okay. Das ist natürlich immer gut, ne? Wenn man halt vorher trinken muss. Ja. War ja hoffentlich auch gutes Bier. War auch gutes Bier. Also, gegen Wickeler kannst du nicht sagen, ne? Nee, auf keinen Fall. So, und wir denken, also was heißt wir? Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal rein, ne? Weil drinnen ist ja viel spannender und dann reden wir nochmal im Detail ein bisschen dazu, wie du zum Bier gekommen bist. Gerne. Mach. Alles klar. Dann auf rein. Genau. Das war übrigens früher mal ein Kiosk. Ein Hütchen hier im Kiez. Genau, das Kiosk hat ja auch eine große Kultur in sag ich mal, im Ruhrgebiet. Ja. Und ja, witzig, schön. Ja. Schön gemütlich, klein. Tolle kleine Galerie. Immer wieder spannende Sachen los und ich komme gerne hin. Markus ist ein richtig guter Freund geworden, mit dem man ganz tolle Sachen machen kann und wo man auch gute Dinge erleben kann. So. Ich zeige gleich, wenn wir halt drehen, auch nochmal zwischendurch ein paar Impressionen von den Kunstwerken, von dir und von deiner Frau. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier eine 1A Couch dahinten. Mhm. Und da setzen wir uns jetzt drauf und dann sprechen wir mal eine Runde. Soll ich ein Bierchen holen? Ein Bierchen? Ja. Mach ich, ne? Ein Bierchen, da sage ich ja nie nein, ne? Gerne. Mache ich jetzt auf. Alles klar. Gut. Ich setze mich schon mal auf die Couch. Ja. So, du hast schon eingeschüttet. Ja. Das Brewe, kannst du das aussprechen? Ja. Brewhart. Aber, okay, ist gälisch und heißt übersetzt Bre macht Art. Ne? So, das trinken wir hier gerade. Das ist ein IPA, aber ein alkoholfreies. Ja. Deswegen Dr. No. Ja, also es steckt ein Konzept hinter. Ja. Wo hast du das her? Aus Düsseldorf. Holy Craft Beer, gestern da entdeckt. Hab mich schon mal für einen Urlaub eingedeckt. Begegnung mit Freunden. Ja. Okay, dann. Dann probieren wir mal. Gönnen wir uns das mal. Tschüss. Prost. Prost. Ich muss halt sagen, ein alkoholfreies IPA. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt in meiner Karriere. Aber warum auch nicht? Ich finde halt, das schmeckt auch so ein bisschen auch wie ein alkoholfreies Weizen, also in die Richtung. Nein, mit Weizen würde ich jetzt nicht sagen. Es hat schon diese etwas herbere Noten vom IPA, aber schwächelt ein klein bisschen, ne? Durch den fehlenden Alkohol. Ja, ich meine halt wirklich, das sind ganz am Ende, also ich trinke ja selber Weizen eigentlich total ungern oder gar nicht, um so zu sagen. Aber alkoholfreies Weizen, das Erdinger alkoholfreies, habe ich in meiner kurzen Laufkarriere mal angefangen zu trinken. Ja. Das finde ich, das kannst du einfach direkt runter trinken. Und das schmeckt so im Abgang ähnlich. Ja.
Also für mich jedenfalls. So. Also ich bin da bei dir. Weizen ist nicht mein Ding. Gibt andere Biere, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Da sind wir da ein bisschen auseinander. Aber das ist eine Story, eine andere Story. Ne? Genau, ich würde sagen, das werde ich gleich mal einchecken. Also wenn wir getrunken haben, hinterher einfach mal so der Reihe nach durch, damit wir auch das Rating drin haben und blend natürlich dann auch hier die Ratings ein von Untappd. So. Ja. Aber wir sind ja nicht nur zum Bier trinken hier. Nein. Klar, wir wollen auch ein bisschen über Kunst reden. Aber erstmal generell, als wir uns kennengelernt haben, wir kennen uns ja auch schon, weiß ich nicht, ja, weit über 10 Jahre. Wir kennen uns über 20 Jahre. Ja, es müsste halt ja genau. Irgendwann Mitte der 90er. Genau, es müsste Mitte der 90er sein, weil wir uns über Basketballkarten sammeln kennengelernt haben. Ja. Und das war so in der Ecke, als Chris Webber dann Rookie war. Das und Karl Malone Olympia spielte, das war für mich die Initialzündung mit der NBA. Ja. Und das war 92 Dream Team. Okay. Also, wir haben schon eine lange Historie, aber ich habe dich eher als Weinkenner kennengelernt. Ja, so ist das. Und eigentlich bin ich Weinkenner oder Weingenießer. Das Thema Kennen ist ja dann auch noch eine andere Ebene. Aber schon sehr lang. Ich würde sagen, gute 30 Jahre. Ich habe früher kaum Bier getrunken. Also 4-5 Bier im Jahr, mehr nicht. Weizen ist nicht mein Ding. Heute noch weniger, nachdem ich Craft Beer kennengelernt habe. Und eine Kiste Bier wäre bei mir zu Hause schlecht geworden. Dafür einen gut sortierten Weinkeller. Ja. Ja, ich habe ja, aber die Geschichte hat wahrscheinlich auch schon ein Dutzend Mal erzählt. Ich habe ja auch so vor, weiß ich nicht, gefühlt. Ja, übertreiben wir nicht. So 8 Jahren oder so die ganze Craft-Beer-Szene entdeckt, dass ich mal ein bisschen mehr vom Pilz weggegangen bin. Aber bei dir ist das ein bisschen weniger her, ne? Bisschen weniger, aber auch schon ein paar Jahre her. Es ging mal los, dass ich an einem Restaurant zu einem Dessert, das Essen war mit Weinbegleitung, kam der Kellner mit dem Bier. Hatte einem Rumpfass ausgebautes Stout dabei. Und das war so genial, so Karamell- und Schokoladendessert. Das war einer der Impulse. Und dann gab es 2-3 weitere. 2-3 weitere Bier. Und dann hast du schon eine Bandbreite gehabt. Dann hast du schon eine Bandbreite. Nein, aber es sind die Menschen. Ist ähnlich wie bei der Kunst. Wir beide. Du hast mich herangeführt. Ich erinnere mich noch an den einen oder anderen gemeinsamen Abend, wo wir Craft Beer ausprobiert haben. Ich fahre seit Jahren wegen meiner Kunst an die Loire, kann dort arbeiten. Und mit dem Gastgeber Marcel habe ich mich angefreundet, auch mit seiner Frau haben wir uns angefreundet. Und das ist ein Craft Beer Liebhaber. Und wenn wir uns dann treffen, dann haben wir immer einige Fläschchen dabei. Vorm Abendessen gibt es ein Präaperitif und dann sitzen wir bei ihm im Garten und trinken 1-2 Craft-Biere und probieren aus. Ja, das klingt schön. Ausprobieren finde ich jetzt auch mal generell eine wichtige Sache. Wie gesagt, man hat ja so eine Bandbreite und man bildet ja auch irgendwie seine eigene Geschmacksrichtung. Ja. Die ändert sich ja durchaus auch über die Jahre, deswegen durchaus immer wieder mal was probieren, was man eigentlich nicht mag, finde ich wichtig. Mhm. Ausprobieren. Also ich meine, ein Bier, selbst wenn man es nicht mag, wird man schaffen können. Und zur Not muss man es halt dann dem Mittrinker geben, der es vielleicht mag, kein Bier wegschütten. Ja, also finde ich sehr spannend. Und ja, du hast ja selber schon gesagt, wir haben auch schon diverse kleinere Tastings unter uns gemacht. Am meisten haben wir uns, glaube ich, getroffen in der Trinkhalle in Bochum. Ja. Die kann ich übrigens auch sehr empfehlen, auch ein sehr schön ausgestatteter Laden mit einer großen Auswahl an Bieren in Bochum. Und einer ganz besonderen Atmosphäre. Genau, das ist schon sehr urig. Ja. Hat auch, ist auch, finde ich halt, ja, passt halt ganz gut ins Ruhrgebiet. Das könnte ich mir jetzt schlecht in, weiß ich nicht, ohne was dagegen zu haben, in Düsseldorf vorstellen. Ja, wäre ein bisschen schwieriger. Ja. Genau. Ich glaube auch, wir fahren dahinter auch noch hin, nachdem wir hier durch sind und trinken noch mal ein paar. Mhm. Da kann ich am Ende auch noch mal Impressionen reinschneiden.
damit ihr einen Eindruck habt von der Trinkhalle. Ja. Ich würde ja sonst ins Biercafé West fahren, aber wir sind ja in Essen. Biercafé West ist in Dortmund. Und dann sagen wir, fahren wir halt bis Bochum. Das Ruhrgebiet ist ja sehr groß und gönnen uns da auch noch zum Abschluss etwas. Biercafé West machen wir nächstes Mal wieder. Biercafé West machen wir nächstes Mal wieder. Ja. Yeah. So, aber erstmal Prost. Prost. Übrigens, dieses Glas hat auch was Gemeinsames für uns beiden, ne? Wir waren zwar nicht da oben gemeinsam, aber da unten. Genau. In London. Ich glaube, jetzt, weil ich das Glas ausgetrunken habe, da sieht man es nicht mehr so gut. Sonst halt ich mal rein. Ja, halt du mal rein, du hast ein bisschen Bier noch drin. Unten steht halt Crafted in London. Genau. Als ich das erste Mal in London war, erste Mal in meiner Craft-Bier-Zeit, da bin ich dann losgezogen mit meinem Sohn Tim. Und dann haben wir so eine kleine Brauerei nach der anderen entdeckt. So Southwark und ein bisschen weiter. Gibt es ja einige zu entdecken. Und Brew by Numbers, für London schon eigentlich ganz bekannt. Und ja, Erinnerung. Und insofern, wir beide auch in London, wir beide auch Craft Beer, wir beide Kunst. Ja. Neue Dinge, die uns verbinden und ich glaube intensiver verbinden. Auf jeden Fall. Und über die Kunst reden wir jetzt gleich. Denn du hast ja auch Bier mit Kunst verbunden. Aber bevor wir über die Kunst reden, nehmen wir noch ein Bier. Ja, ich habe eine neue Flasche aufgemacht. Nur hier an dieser Stelle, da geht es mit meiner Kunst los. Also der Akt ist wirklich sorgfältig und vorsichtig, den Kronkorken zu heben, was ich schon gemacht habe. Und dann mal zu gucken, was kann man mit dem Etikett anfangen. Und bevor es allerdings dann weitergehen kann, muss man trinken und muss die Flasche leer sein. Wir trinken jetzt ein Brewdog. Haben wir auch gemeinsame Erinnerung. Genau, da waren wir auch gemeinsam in London. Ja. Elvis Juice. Ich glaube, das haben wir da sogar getrunken. Das ist gut möglich. Antep wird uns das verraten nachher. Genau, Antep wird uns das verraten. Der Elvis Juice ist ja auch einer der bekannteren Biere von Brewdog. Ich meine, das bekannteste ist das Punk IPA. Das kriegt man auch mittlerweile relativ häufig in gut sortierten Getränkemärkten. Und zum Beispiel auch ab und zu ja schon mittlerweile schon, zumindest ich kenne ein, zwei Bars im Ruhrgebiet, die haben es auch schon vom Fass. Und ja. Elvis das Juice ist ein Grapefruit Infused IPA. Wobei wir wieder beim IPA sind. Genau, also wir hatten gerade ein alkoholfreies IPA. Ja. Und jetzt eins mit Grapefruit infused. Ja. Ich finde auch richtig fruchtig ein bisschen. Ja. Ich meine, meine Nase ist ja nicht die beste, wie wir wissen, aber das kann man rausriechen. Du hast mir mal erklärt, ein Nasenloch riecht besser als das andere. Genau, also jetzt sind wir wieder so, dass wir die alten Geschichten hier rausholen, die ich schon, glaube ich, auch ein, zwei Mal hier in einer anderen Folge erzählt habe. Und ich habe es dem Junet ja noch vorgehalten, dass er zweimal die Geschichte erzählt hat, ja, dass also, er bei der Brauerei angefangen haben. Naja, okay, Prost. Prost. Ich finde das okay. Bin nicht so ein Riesenfan davon. Ich finde übrigens das Punk IPA, das empfehle ich immer als total gutes Einsteiger IPA, weil es ein bisschen sanfter ist und nicht so typisch IPA. Das ist auch sanft. Das ist auch sanft, das ist mir aber ein Tick zu fruchtig. Mhm. Ich glaube auch nicht, da gucke ich aber auch gleich, das können wir auch gemeinsam hier in der Runde tun. Checkst du auch ein gleich? Ja. Da checken wir gleich gemeinsam ein. Das habe ich ja auch schon mehr als einmal getrunken. Ich würde sagen halt, ja, das ist in Ordnung. Wenn es mir hinstellt, trinke ich das. Ist auch ganz lecker. Ist, glaube ich, auch ein schönes Frühlings-Sommerbier. Mhm. Auch für draußen. Ich würde dem halt so eine 3-2-5 geben. Ich bin ja eher so konservativer Bewerter. Und mal gucken, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Manchmal ist man auch echt überrascht. Ja, jetzt hast du ja schon was gesagt, wie du es bewertest. Schon bin ich beeinflusst. Ich gucke gleich auf.
Gut, aber du hast ja gerade schon gesagt, die Flasche. Ja. Gib mal, einmal die Flasche. Ups, das ist die Decke, die du ja sorgsam abgemacht hast. So, und du hast die Idee gehabt, dann das Etikett abzumachen, nachdem die Flasche ausgetrunken ist, logischerweise, den Deckel und das Etikett zu nutzen und in deine Kunst mit reinzuarbeiten. Ja. Die Historie ist, wie du vorhin gesagt hast, kennst du mich als Weinkenner. Ich habe 2007 mit der Kunst angefangen. Klar, aktiv. Kleine Quadrate. Und habe angefangen mit Weinbildern. Das weiß ich noch. Ja. Ganz am Anfang hattest du mir, glaube ich, auch damals noch eins geschenkt. Da hast du halt auch die Korken mit eingearbeitet. Genau. Das Etikett, den Korn. Und dann eine Struktur dahinter. Auch das wandelt sich mit der Zeit. Was du machst, du entwickelst dich weiter. Und als diese Ausstellung dann hier anstand und wir gesagt haben, so, wir zeigen Sabines Wollpatissier-Sachen, dass ich dann überlegt habe, was passt dazu. Mhm. Und der Begriff Food Pairing, der gehört sicherlich auch zu Wein und Speise. Aber ganz bewusst ist er mir eigentlich bei der Beschäftigung Craft Beer geworden. Eben, wie passt welches Bier zu welcher Speise? Mhm. Und dann habe ich überlegt, was von dem, was ich mache oder schon mal gemacht habe, bin in Teilen in der Technik ja auch auf Dinge ein bisschen zurückgegangen, was ich früher gemacht habe. Und habe gesagt, so, und jetzt machst du Bier. Bierbilder, das Format ein bisschen gewechselt, aus einem kleinen Quadrat ist ein kleines Rechteck geworden. In zwei unterschiedlichen Formaten, aber dann mit einer vergleichbaren Technik, Etikett, der Kronkorken. Dann zu gucken, was sehe ich in dem Etikett, was habe ich für Assoziationen, was für Farben. Das Etikett aufzukleben auf die Leinwand und dann mit Farben, Acrylfarben, mit Lack darüber zu gehen und das zu ergänzen, erweitern, in Teilen zu überdecken. Und am Schluss, wenn alles passiert ist, gucke ich mir an, wo passt der Kronkorken am besten hin. Genau, und wie entscheidest du, wo der Kronkorken am besten hinpasst? Ich entscheide es, wie die Struktur ist, wie die Struktur des Bildes geworden ist. Okay, der Kronkorken orientiert sich an dem Bild. Orientiert sich an dem Bild. Ich kann viele Dinge steuern von dem, was ich mache. Insbesondere wenn ich mit Lack oder rein mit Lack arbeite, ist das schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich habe eine gewisse Grundintention, was passieren soll oder nicht. Aber den Verlauf, wenn Lacke ineinander verlaufen, den kann ich nicht richtig steuern. Mhm. Das passiert. Und wenn dann das Werk getrocknet ist, dann sehe ich, wo ist eine Struktur und wo passt dann auch der Korken hin. Mhm. Manchmal ist es ganz einfach. Weil es über die Anordnung des Etiketts ist und so sagen, da muss es an eine bestimmte Stelle. Und manchmal ist es aber, ist auf dem Bild was Spannendes passiert. Mhm. Das will ich nicht verdecken, also suche ich, wo es weniger verdeckt und neben dem Spannenden, was im Bild passiert ist, seinen guten Platz findet. Okay, für mich sofort die erste Frage, trinkst du auch während du malst? Nee. Okay, das hätte ja auch sein können. Nee, wenn du mich so fragst, müsste ich überlegen. Nein, wenn ich male, eigentlich nicht. Ohnehin nicht bei dem Vorgang, wenn ich mit dem Lack arbeite. Weil das passiert ziemlich schnell. Mhm. Aber es bedeutet eine ganze Menge an Vorbereitung. Weil ich habe unterschiedlichste Gerätschaften dafür liegen. Und ich trage entweder einen Klarlack auf, oder ich habe eine andere vergleichbare Masse. Und in die arbeite ich die andere Farbe oder Farben ein. Und dafür muss alles geöffnet, alles vorbereitet sein. Ich trage die kleineren Farbmassen mit Spritzen auf. Und das muss alles ineinander greifen. Und da ist nicht Zeit noch irgendwo. Okay, da bist du in so einer Art Workflow drin. Dann bin ich im Workflow, wenn das läuft. Und wenn die Lackdose wieder geschlossen ist,
Dann kann man auch eintrennen. Okay, also ja. zum Abschluss, dann gibt es auch noch das. Ja. Passenderweise wäre es ja, wenn du zum Abschluss das gleiche Bier nochmal trinkst, was du gerade verarbeitet hast. Das könnte man so machen. Es ist aber ganz selten, dass ich ein Bier sehr zeitnah ein zweites Mal trinke. An sich ist es so, ich habe wenig auf dem Screen, dass ich schon mal getrunken habe. Sondern dann ist es einfach die Neugier, was anderes zu entdecken. Mhm. Wenn du mir sagst, nimm mal 10 Biere mit in Urlaub, oder dann sind das 10 verschiedene. Dann möchte ich da nicht zweimal trinken. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, also ich denke auch mal, das klingt auch immer ganz gut und zum Abschluss immer das gleiche Bier trinken halt. Das ist auch keine durchgedachte Idee von mir. Ja. Also eher so ein bisschen romantisieren die Sache. Man hat das Bier verarbeitet, dann trinkt man das noch und dann hat man das Kunstwerk zusammengebaut. Es ist auch nochmal wahrscheinlich die geschmackliche Assoziation. Von daher ist sein Gedanke so falsch gar nicht. Denn dass ich das Bier getrunken habe, das Etikett abgelöst habe, das ist ja häufig schon einige Tage vorher passiert oder sogar Wochen. Ich habe zu Hause eine Kiste stehen, da habe ich schön Tüte für Tüte meine Etiketten, der passenden Korken dazu. Und dann suche ich mir aus und sage so, welches Bild, welches Werk mache ich denn jetzt? Mhm. Welche Farbe? Komme ich in eine andere Farbkombination rein, dass ich mich nicht immer wiederhole? Mhm. Ne? Und dann das nochmal zu trinken und nochmal ganz präsent den Geschmack zu haben, ist vielleicht nicht falsch. Ja. Ja, vielleicht eine Idee gegeben. Was ich übrigens ganz schön finde, können wir gleich mal hingehen und uns das angucken. Ich glaube, das Man's Hell, hast du auch verarbeitet. Ja. Das Man's Hell, ich glaube nicht, dass wir es, glaube ich, im Tasting im Biercafé West hatten. Der Juliet hat es auf jeden Fall im Programm. Das haben wir nämlich auch schon ein paar Mal uns gegönnt. Und Man's Hell, Hell, Hölle, Teufel, das finde ich vom Etikett schon sehr stark, generell hat die Brauerei. Wirklich starke Etiketten und ihre Farbe Rot ist eh meine Farbe. Die kommt natürlich dann auch sehr präsent in dem Kunstwerk vor. Ja, da kommen wir jetzt zum Fußball, ne? Ja. Ja. Nein. Ja, ich dachte jetzt Fußball? Ui, haben wir gar nicht vorher abgesprochen, dass wir über Fußball reden. Nein. Nein, das lassen wir jetzt auch. Genau hier. Sonst hier bei Fußball verliert man ja sofort wieder ein paar von den wenigen Abonnenten hier unten. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert hier schön den Kanal, lasst einen Daumen oben, kommentiert, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, dann lasst es auch einfach. Aber das muss man ja sagen, man möchte ja Leute erreichen. Ja, das war der kleine Mini-Werbeblock und jetzt trinke ich nochmal den Rest vom Elvis Juice. Ja. Ja, Man's Hell ist schon spannend, das ist ein spannendes Etikett, da macht Spaß, damit umzugehen. Das ist ein guter Einwand, das ist ein guter Satz, so, dass wir mal rübergehen und dann gehen wir zu dem Bild und reden vor dem Bild noch. Machen wir gerne. So, jetzt sind wir auch schon hier bei einigen der Kunstwerke und das ist das Man's Hell, von dem ich gerade geredet habe. Und ja, man sieht halt ganz klar orange-rot, die Hölle auf Erden, möchte man so sagen. Aber sag ruhig mal was zu dem Bild, Christoph. Also erstens hat richtig Spaß gemacht, das Bier zu trinken. Und was mich wirklich neugierig gemacht hat und spannend ist hier mit dem Etikett. Durch diesen außergewöhnlichen Teufelskopf und dann natürlich die Farbe Rot und Schwarz und mit Rot und Schwarz auf der Leinwand zu arbeiten. Da kannst du dann richtig kräftig und intensiv und ausdrucksstark mit arbeiten. Und also Bier getrunken, Etiketten abgelöst und dann die Leinwand in Orange lasiert, nicht ganz gleichmäßig. Das muss dann erstmal trocknen. Dann kommt das Etikett drauf. Und dann, dann beginnt der Prozess, wo ich mich vorbereite und überlege, wo ich meine. Hier ja auch zwei Etiketten. Ne? Also das Hauptetikett und das dann vom Hals. Vom Hals, ne? Kann man dann noch mal ein bisschen mehr mitspielen und überlegen, wo man's hintut. Und ich habe dann, vor dem Lackieren habe ich noch was anderes gemacht. Du siehst die sehr eigenwilligen vier Augen auf dem Etikett. Mhm. Und das ist in Teilen überdeckt, aber du findest einzelne Augen wieder. Ja, in Teilen überdeckt. Und das ist dann so Augenzwinkern, dass ich sie dann erstmal auf die Leinwand setze. Da ist auch noch eins. Das ist die rote Farbe, ziemlich verdeckt.
So, und dann kommt sozusagen der finale Akt, der vorletzte Akt. Dicke Schicht Klarlack, ganz normaler Lack aus dem Baumarkt, wasserlöslich, Acryl, aber klar. Und dann arbeite ich andere Lacke, die ich mir bereitgelegt habe, rein. Hier in diesem Fall Rot und Schwarz und ein bisschen Orange. Und dann gucke ich, dass das und wie das ineinander verläuft. Das kannst du nur bedingt steuern. Du kannst es auch nur bedingt dosieren. Je kleiner das Werk ist, umso schwieriger ist es zu dosieren. Weil wups, hast du einen großen schwarzen Tropfen und dann wird der schon intensiv. Und du kannst ein bisschen das steuern, den Verlauf, indem du mit Wasser arbeitest. Das heißt, ich lasse Wasser drauf tropfen. Und dann drückt das die Farben so ineinander. Oder den Tipp, den ich dann bekommen habe, Brennspiritus. Brennspiritus drückt die Farbe weg. Okay. Und damit versuche ich dann so ein bisschen was zu steuern. Aber der Prozess, dass du so Verläufe hast wie hier, dass die Farben ineinander gehen oder dass es hier sich so Schatten und so, das ist etwas, was in mehreren Stunden passiert, wenn es trocknet. Und du weißt nie am Ende, wie ist das genau und was passiert da genau. Ja, und wenn das dann getrocknet ist, dann sagen wir in dem Format, und wenn du ein kleines hast, dann ist das über Nacht getrocknet. Dann gucke ich, was mache ich mit dem Deckel. Mhm. Und dann baue ich den natürlich nicht in so eine schwarze Struktur ein, wo viel passiert ist. Oder dass ich hier die Augen verdecke. So, und so finde ich, hat das eigentlich seinen guten Platz gekriegt. Mhm. Ja? So, zum Man's Hell nochmal übrigens. Das ist ein extra strong Lager und das hat stolze 8,7%. Also es haut schon ganz schön rein. Yeah. Ja. Also auf jeden Fall echt ein Bier, was ich auch empfehlen kann, was man mal probieren kann, wenn man es bekommt. Ist von der Kraftbierwerkstatt und das dazu. Aber du möchtest noch was zu einem anderen Bild sagen. Ja, unterschiedliche Assoziationen, nämlich zu dem da drüber. Longelus. Wir sind eingestiegen damit, dass du gesagt hast, ich kenne dich eigentlich als Weinliebhaber. Mhm. Und ich habe mit meinen Freunden, mit denen ich regelmäßig auf Tour gehe, vor 26, 27 Jahren meine erste Weintour gemacht nach Bordeaux. Und das herausragendste Weingut, was wir besucht haben, was wirklich eine große Ehre war, war Longelus. Also jetzt nur mal gesagt, heute eine Flasche, 300 Euro. Damals noch ein bisschen anderes Preisgefüge und wir sind vom Inhaber geführt worden. War ein tolles Erlebnis für uns. Und damit für mich aber eine ganz besondere Assoziation zum Wein. Und zu meiner Weingeschichte. Und auch Freundschaft, weil Freunde waren mit. Mein Vetter Dirk, mit dem ich vieles, was Wein angeht, teile. So, und dieses Bier ist ein französisches. Und wenn ich an die Loire fahre, dann gehe ich häufig über Märkte und es gibt auf einem Markt gibt es einen Franzosen, der nur französische Biere verkauft. Und der, mit dem unterhalte ich mich immer, obwohl ich kein Französisch spreche und der kann Deutsch und Englisch. Das ist eine schöne Unterhaltung. Ne? Aber ich kann ihn immer irgendwie herauslocken, was seine Empfehlungen sind. Das war jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für ihn, aber über das bin ich natürlich gestolpert, als ich das bei ihm gesehen habe. Und so haben wir dann, geht so in einen belgischen Bierstil rein. Die meisten französischen Brauereien kommen auch aus Nordfrankreich und sind von Belgien auch stark beeinflusst. Ich hätte jetzt auch vermutet, mein Französisch ist auch nicht so toll. Also Französisch und Belgisch kann ich jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht auseinanderhalten. Aber vom Etikett und von der Sprache, wie es drauf stand, hätte ich jetzt auf den Belgier getippt. Hätte ich mich einfach gefragt. Ja. Und das ist stark daran angelehnt, was die Belgier machen oder stark davon beeinflusst. Sie werden immer unabhängiger. Sie gehen auch vom belgischen Bierstil weg oder ergänzen um andere Dinge, die Brauereien. Das heißt, du kriegst auch richtig gute IPAs. In Frankreich richtig gut, die ich also
auch locker mal mit einer 4 oder 4,25 bewerte. Mhm. Und ja, das habe ich dann mal mit meinem Vetter Dirk, mit dem ich vor fast 30 Jahren auf dem Angelus Weingut in Saint-Emilion war, getrunken. Und hier bin ich von der Technik ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe nicht mit Lack gearbeitet. Ich habe einfach die Leinwand genommen, das Etikett. Und ich habe so eine sehr stark pigmentierte Acrylfarbe. Habe ich mal kennengelernt. Ich habe mir sagen lassen, das wird im Airbrush viel benutzt. Und das habe ich ein bisschen mit Wasser verdünnt. Oder das heißt, ich habe hier Wasserstrukturen ausgezogen. Auf der trockenen Leinwand verläuft das dann nicht so stark, sondern das Wasser steht eigentlich da drauf, so die Wasserstreifen. Und dann habe ich punktuell die blaue und die gelbe und ein bisschen rote Farbe eingesetzt. Und dann ist das so ein bisschen ineinander verlaufen. Also eine ganz andere Entwicklung. Mhm. Aber auch wieder, dass du nur ganz bedingt steuern kannst, wie es wird. Und von der Struktur dann viel zurückhalten. Da auch dezenter in der Farbwirkung. Und aber es ist bei vielen Bildern, da hängt eine Assoziation hinter und ein sehr persönlicher Bezug bei diesem Bild zum Beispiel. Gut, ist ja generell halt oft bei Kunst, dass halt auch viel ja vom Künstler mit reinfließt, was ja halt Persönliches ist. Ja, hier im wahrsten Sinne des Wortes fließt. Ja, ja. Das, ne? Das ist schön zusammengefasst. Ja. Ja. Und dann gibt es Flying Dog macht spannende Etiketten, die einen immer reizen, damit zu arbeiten. Ja. Die Bloodline. Also, nur als Beispiel. Das ist so, wenn ich gucke, jetzt gehe ich auch rein in Craft-Laden und sage, oh, und wer guck ich mal, was für ein Etikett. Ja. 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 Ich trinke auch ab und zu gerne nach Etikett. Einfach nur, wenn ich es schön finde, schön gestaltet. Schon die halbe Miete, weil ich ja generell eh gerne auch ausprobiere. Neues Bier, super, kann ich ausprobieren. Wenn es so ein geiles Etikett hat, haben sie mich schon. Weil ich komme ja auch aus der Design-Ecke, wollte aber ursprünglich Design studieren. Deswegen schöne Grafiken, schöne Logos, spielt für mich immer etwas mit rein. Aber am Ende des Tages muss natürlich das Bier liefern, sonst hole ich es auch nicht nochmal. Ja. Aber ich kann das nur unterstreichen. Die Kreativität bei der Namensgestaltung, bei dem Etikett, bei den Kraftbauern, die ist schon klasse. Genau. Und wir haben halt sehr viele von den kleinen Kraftbauern, die halt auch wirklich Geschichten erzählen. Also wo du halt auch über die Marke hinweg, wo die ja Geschichten erzählen, mit den verschiedenen Bieren, wie sie dann auch benennen und wie das Hand in Hand geht. Mit dem einen Biertyp heißt so, der andere Biertyp heißt dann halt anders. Aber man merkt, dass ein Konzept dahinter steckt, eine Idee. Und das finde ich halt auch sehr schön. Deswegen auch gerne mache ich das, dass ich halt mal von auch so einer kleinen Brauerei mich einfach durchtrinke. Und genieße das dann auch optisch, wenn die Flaschen dann nebeneinander stehen. Finde ich auch immer eine sehr schöne Sache. Ja, absolut. Ich würde ganz gerne dir noch ein anderes Bild zeigen. Ja. Und darüber sprechen. Wenn du da mal um die Ecke das Rote abnehmen kannst, okay, nimm es einfach mal runter. Und bring es mal mit. Hier habe ich ein anderes Format gemacht. Sieht man das? Ja, man sieht es ja ganz klar. Ja. Sprengen wir, glaube ich, schon den Rahmen. Ja, das Etikett. An dem konnte ich nicht vorbeigehen. Slap a Banker. Christoph ist ja Banker. Ich sage immer, wenn ich irgendwie zu Freunden sage, ich gehe zu Christoph, dann wissen sie nicht, wen ich meine. Dann sage ich mal, der malende Banker, das merken sie sich, weil es relativ einfach ist. Ja. Okay, Slap a Banker. Slap a Banker. Entdeckt in einem Laden in Chinon. Und da konnte ich nicht vorbeinehmen. Und ich nehme es immer wieder gerne mit. Es ist ein Barley-Wein. Ja, Barley-Wein ist übrigens auch nicht so meins. Wird auch mal sehr hoch gelobt und hat bestimmt auch seine Qualitäten, aber nicht für mich. Also jedes Mal, wenn ich es einmal getrunken habe wieder, ich nehme es ja auch gerne einfach wieder, weil es neues Bier ist, dann sage ich danach, ist nicht so meins. Es ist wie beim Süßwein, man ist ja nie süß, es hat so eine Intensität, das kannst du nicht trinken wie ein normales Bier. Aber man kann es gut zum Dessert.
Einfach mal oder zum Käse mal einen Schluck nehmen oder auch teilen. Eine ganz normale kleine Flasche teilen durch zwei oder drei geht gut. Gute Idee. Ja. Und von daher, ich muss sagen, ich bin von Bali sehr angetan. Und das ist übrigens auch ein französischer Brauer. Und ich gebe ehrlich zu, diese Flasche habe ich schon dem einen oder anderen Bankerfreund mitgebracht. Und werde auch beim nächsten Loire-Besuch, wenn es noch da steht, wieder einkaufen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein guter Gag. Ja, absolut. Ne? Ja, ja, schön. Dann werde ich jetzt erstmal wieder an seinen angestammten Platz aufhängen. So, da bin ich schon wieder. Ja, dann lass uns doch nochmal wieder auf die Couch zurück und erstmal die beiden Biere bei Untappd einchecken. Machen wir. Und dann reden wir weiter. So machen wir das. So, ich habe ja gerade den Elvis Juice gesagt, ne? Ja. Dass ich dem den 3-2-5 geben würde. Dem habe ich eine 3-5 gegeben. Ja. Und ich habe ihn zum ersten Mal getrunken im Brewdog in Berlin. Ah. Ja. Das war auch generell mein erstes Brewdog. Das ist ja in Berlin-Mitte. Da habe ich mich ja mit diversen Freunden mittlerweile und auch Freundinnen immer durch Tasters durchgetrunken, alles was da war. Die haben halt die schönen Taster halt, dann jeder nimmt sich so eine Fünferrutsche, man teilt nochmal generell. Und da war es auch dabei. Und auch im Taster, das sehe ich ja da oben auch. Ja. Und dann, ich habe ja das Foto gemacht und habe eine 3,5 gegeben. Und das war im November 24, 2016. Ja, schon ein paar Tage her. Schon ein paar Tage her. Ja. Und ich gebe ihm jetzt aber trotzdem eine 3,25, das habe ich ja gerade auch gesagt. Das gehört für mich ja auch dazu, dass ich halt auch anpasse. Und da bildet sich ja hinterher ein Mittelwert raus. Ja. So, Foto dazu. So, das ist auch für dich. Meiner schafft es nicht. Deine schafft es nicht. Was würdest du ihm denn geben? Na, ich bin ja gerade noch beim Brewhard. Ich würde dem Brewhard schon noch eine 3 geben. Und ich glaube dem auch die 3,25. Aber auch nicht mehr. So, ich mehr eine Flasche. War mal her. Den Brewhard, das finde ich also wirklich für ein alkoholfreies richtig gut. Eine 3,5 würde ich dem auf jeden Fall geben. Ja? Ich glaube, ich gebe dem eine 3,75. Weil ich das wirklich richtig gut finde. Es ist mir zu... Aber das Licht, kann man nicht böse sein. Das ist bei den Alkoholfreien halt immer so. Da kommt... es ist mir halt einfach zu laff. Nicht vom Grundsatz, dass ich den Alkohol haben möchte, aber einfach von den Aromen. Das Herbe kommt nur bedingt durch. Besser als bei anderen. Also gibt es schon schlimmere Alkoholfreie. Also. So. Hier, das Interessante ist, dass Brewhard, da hat ein Freund dem eine 4,5 gegeben. Und der Ragnar, der Ragnar guckt auch zu, der hat dem eine 4,5 gegeben. Finally found a non-alcoholic beer, which is fully flavored with rich hope. Ah, okay. Also Rich Hope sollte wahrscheinlich Hopfen heißen. Ja. Heißt Hope in Englisch Hopfen? Nein. Hop. Ja, Hop. Ohne E. Genau, war wahrscheinlich die Autokorrektur zugeschlagen. Ja. Was er im inhaltlich, genau, er hat sogar selber korrigiert nochmal in den Kommentaren. Ja. Was er genau dem entgegenspricht, eigentlich was du gesagt hast, ne, für dich. Mhm. Was aber auch zeigt halt, jeder Geschmack ist anders. Ja. Ist ja gut so. So, und ich habe gerade mal nicht drauf geachtet beim Elvis Juice. Lass uns auch mal die Freunde-Check machen. Ach so, da will der Barcode irgendwie nicht. Das hatte ich gerade auch. So, wie schaut es denn da bei meinen Freunden aus? Im Schnitt eine 3,72. Also im Schnitt anscheinend besser als ich. Der Judith hat zuletzt getrunken. Im Biercafé, witzig. Der hat eine 3,25 gegeben. So, haben wir noch welche. Der Holger, auch ein guter Freund hier aus Düsseldorf, arbeitet in Köln, macht für die Agentur Denkberg auch ein Agenturbier. Also die brauen das innerhalb der Agentur Denkwerk, das heißt Denkbräu. Der hat auch in Brewdog Berlin Mitte getrunken und hat eine 4 gegeben. Aber auch aus dem Taster. Und der Daniel, mein Freund Daniel aus Karlsruhe, der
Der mochte es nicht, um es mal so zu sagen. Der hat eine 2 gegeben. Das wusste ich aber auch noch. Da haben wir letztens noch drüber gequatscht. Ja, und ansonsten echt eine Menge Leute haben es getrunken. Steffen ist auch dabei, eine 2,75, anscheinend auch nicht seins. Der Ragnar, über den wir gerade gesprochen haben, der hat eine 4 gegeben. Also es scheint ein sehr polarisierendes Bier zu sein. Ja. Aber am Ende des Tages sind ja alle Biere irgendwo polarisierend, weil halt jeder Geschmack ist anders. Ja, aber bei Frucht. Ja, bei Frucht. Bei Frucht fängt schon an von vornherein. Aufgeprägt, ne? Genau, da was viele Leute auch gar nicht so was Fruchtiges in einem Bier überhaupt erwarten. Ja. Oder auch, zum Beispiel, ich mag ja auch Sauerbier und bei Sauerbieren ist ja auch, das ist ja... Ich mag gar kein Sauerbier. Ich finde es grausam. Ich kenne, glaube ich, auch keinen außer mir, der Sauerbiere mag. Ja. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass jemand dann sagt, das hat da gar nichts mit dem Bier zu tun. Also im Kern ist es halt ein Bier, aber klar, das ist halt kein Lager. Die Frage macht man sich ja stellen, ne? Geschmacklich ist es für mich auch Kilometer weiter von entfernt, von dem, was ich sagen würde, was ein Bier ist. Wenn du aber jetzt nach London kommst und die haben 7, 8 oder 10 Biere auf dem Tab, ja, da kannst du mal davon ausgehen, dass 4 oder 5 gut sind. Ja. Sollen sie haben, sind da immer noch genug andere für mich. Ja. So. So, der Christoph versucht noch zu checken. Ja. Ja, aber ansonsten hoffe ich euch. so, aber ansonsten, ja, in der Händeklatsche ist auch immer super wegen dem Ton. So, der Christoph, der checkt hier noch gerade. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es hier gefallen und euch hat es einen kleinen Eindruck gegeben von der Ausstellung, die natürlich, wenn die Folge hier online geht, schon lange durch ist, aber nichtdestotrotz. Du hast ja auch eine Webseite. Ja. Da kann man sich schlau halten. Du hast ein Instagram-Profil. Ja. Und das ist auch alles verlinkt, auch hier in den Shownotes. Und schaut mal vorbei, folgt dem Christoph, wenn er Lust hat. Gerne, ich freue mich. Und wenn er auf Instagram, da wirst du ja bestimmt das ein oder andere Bierbild posten. Ja, absolut. Dann kommentiert ruhig mal darunter und sagt, ob es euch gefällt oder auch nicht. Man muss sich ja mit Kritik auseinandersetzen. Absolut. Ja, und dann wissen wir auch, dass ihr das hier gesehen habt. Ja. Okay, Christoph, ich danke dir. Achim, ich danke dir. Ich danke dir auch für die Biere, besonders für das nicht-alkoholische. Sehr gerne. Was ich mir wahrscheinlich sonst nie geholt hätte. Ja. Ja, und ich würde sagen, ja, gleich ist 4. Man sagt ja kein Bier vor 4 und wir müssen noch nach Bochum. Dann passt das relativ genau. Dann gönnen wir uns noch das eine oder andere in der Trinkhalle. Da freue ich mich drauf. Okay, super, Christoph. Danke. Ich danke dir. Danke dir.